Mein Name ist Stefanie Schwarz-Keller und ich bin die strategische Geschäftsführerin von der Keller Laser AG. Wie es in unserem Logo quasi schon heißt, machen wir die komplette Blechbearbeitung. Also wir machen alles mit Blech. Wir schneiden, schweißen, biegen, montieren, beschichten von Kleinteilen zu Baugruppen. Gestartet haben meine Eltern vor 23 Jahren, im Jahr 1995, mit einer Lasermaschine und einem Mitarbeiter. Momentan sind wir bei rund 100 Mitarbeitern und einem riesen Maschinenpark. Also Trumpf spielt für uns in jeglicher Hinsicht eine große Rolle, als Kunde wie auch als Lieferant, also auf beiden Seiten. Und ja, in den letzten Jahren ist einfach die Partnerschaft immer weiter gewachsen und wir arbeiten sehr gut zusammen. Die True Laser Center 7030 habe ich zum ersten Mal auf Papier gesehen. Da hat uns der Geschäftsführer Arnim Brüchle angefragt, ob wir da Interesse hätten, uns diese mal anzuschauen und vielleicht auch zu testen. Und als ich sie dann zum ersten Mal live gesehen habe, war ich schon überwältigt. Ich fand es sehr beeindruckend, was die einem an Prozessen alles abnehmen kann, dass das eigentlich überhaupt möglich ist, das in eine Maschine zu packen. Ja, der größte Unterschied ist natürlich, dass die Nebenprozesse wegfallen. Früher mussten wir die Teile, die noch mit Microjoints befestigt sind, rausklopfen, raushämmern oder auch sortieren, schauen, welche Teile gehören jetzt zu welchem Auftrag. Muss der Mitarbeiter nochmal einen Schritt zusätzlich machen, nimmt es nochmal in die Hände, macht vielleicht Kratzer. Das passiert halt einfach, wenn man noch einen Schritt dazwischen hat. Das fällt alles weg, das macht die Maschine alles selber. Man kann direkt die palettisierten Teile rausnehmen und in die nächste Abteilung bringen, ohne dass man die nochmal in der Hand hatte. Das ist natürlich der größte Unterschied. Also wir sind permanent dran, eigentlich unsere Prozesse zu verbessern, weil die Maschinen können nicht mehr schneller arbeiten. Wir müssen die Prozesse verbessern, dass wir da schneller vorankommen und unsere Kapazität erhöhen können. Und da hat die Maschine uns durch ihre Innovationen und alles, was sie darstellt, wirklich einen Denkanstoß gegeben.